Ja, ich glaube, ich komme eigentlich auch ganz gut bei den Frauen, Mädchen an, genau. Ich habe auch so gewisse Vorzüge bei Mädchen und ich habe da so ein paar und ich würde die euch gerne mal erzählen. Und zwar wäre zum Beispiel, dass ich den Frauen immer zuhöre. Okay, weil ich nicht weglaufen kann. Sie weiß, die Vertrauensbasis wird top sein, denn ich kann nicht fremd gehen. Ich kann nur fremd rollen. Meine Affären müssten also im Erdgeschoss sein. Bisher hat es leider noch nicht ganz geklappt mit einer Freundin, aber ja, ich bin jetzt nicht irgendwie traurig, weil ich muss mich noch um andere Sachen kümmern, wie zum Beispiel um die Schule. Ich gehe jetzt in die 8. Klasse. Nächstes Jahr mache ich mein Praktikum und ich habe mir überlegt, so in welcher Branche ich das machen kann, gerade wegen meiner Einschränkung. Und ja, ich habe gedacht, die Comedy-Szene wäre doch perfekt. Ich meine, guckt euch mal die anderen Comedians an. Die haben ja genauso dünne Arme wie ich. Ja, apropos dünne Arme. Eine Sache ist ja so in meinem Alter, dass auf dem Schulhof oder so die Streitigkeiten noch mit Fäusten geregelt werden. Ja gut, ich bin jetzt nicht ganz so gut darin, aber ich beschränke mich immer darauf, nach der Schlägerei über die am Boden liegenden zu rollen. Ja, zum Schluss wollte ich jetzt noch eine Kleinigkeit sagen. Also ich will jetzt nicht euer Motivationscoach sein. Allerdings, wenn jemand einen Traum hat, sollte er sich den in die Hand nehmen und verwirklichen. Ich hatte den Traum, mal auf der Bühne zu stehen und Leute zum Lachen zu bringen. Und ja, jetzt seht ihr mich hier auf der Bühne und wie ich sehe, euch gefällt's und das freut mich. Und ja, wie gesagt, wir sind alle gleich. Jeder muss an sich glauben. Man sollte einfach sagen, es kann einen nichts aufhalten. Also bei mir war es auch so. Ich habe gesagt, okay, mich kann nichts aufhalten. Gut, bis auf Bordsteine. Aber ansonsten, ja, man muss wirklich alles dafür geben, um das zu machen, was man will. Und wir sind alle gleich, bis auf der Wendler. Das war's von mir.